Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Enemy Within mit der Mod Long War. Wir schauen jetzt erstmal in die Kaserne rein und bestellen nochmal 4 Soldaten nach, da man hier nie genug Soldaten haben kann. Und wenn wir mal in die Soldaten da mal ein wenig reingucken, sehen wir schon mal, die 4 sind hier nicht einsatzbereit, aber auch nicht verletzt. Und wenn wir hier mal in die Rookies reingucken, dann können wir einfach mal deren Ausrüstung ändern. Wir haben hier 2 unterschiedliche Westen zur Auswahl. Also wenn es mal die Tactical West, die er gerade anhat, die uns plus 2 Hitpoints bietet und plus 1 Bewegung. Und dann haben wir noch die Panzerrüstung, die uns plus 3 Hitpoints bietet und minus 1 Bewegung. Sehr schön. Dann haben wir noch eine Reihe anderer Waffen. Die ganzen Waffen hier unten sind für spezialisierte Soldaten. Dem Kollegen geben wir mal den Karabiner, weil er erhöht die Zielsicherheit. Aber macht halt nicht mehr so viel Damage wie das Sturmgewehr. Oder sind es gleich viel? 4-5? Oder wir hätten noch die SMG zur Auswahl. Die tut halt die Mobilität erhöhen. Aber ich bleib bei den Karabinern mit der Bewegung, genau. Dressigkeit ist das A und O hier im Spiel. Dann haben wir noch eine neue Maschinenpistole, die zwar die Bewegung verringert, aber dafür halt wirklich ein bisschen mehr Schaden macht, wie wir es hier im Vergleich sehen. Und wir haben auch von Anfang an ein paar tolle Sachen wie eine Alien-Trophäe. Die sorgt halt dafür, dass die Aliens Angst haben, beziehungsweise unsere Soldaten ein wenig motiviert werden. Also gibt eine Fähigkeit, einen Gefechtsscanner. Kennen wir halt von den Snipern. Die Keramikplatte hat er gerade schon an. Die gibt ihnen einen zusätzlichen Hitpoint. Nadelgranaten, Blendgranaten, Rauchgranaten, Splittergranaten, größere Magazine, Laservisier, das wiederum die Zielsicherheit erhöht. Medkits gibt es von Anfang an und Raketen für unsere spezialisierten Einheiten. Aber darauf kommen wir dann zu, wenn die Mission startet. Im Hangar können wir deutlich mehr Schiffe platzieren. Die werden wir auch allesamt brauchen. Da werden wir sehr viele brauchen. Der Mod ist ja schon richtig heftig. In der Technikabteilung können wir uns ja noch eine abgesägte Schrotflinte bauen. Ich glaube, da kaufen wir uns einfach mal so spontan eine. Oder sägt er die jetzt alle ab? Das wäre natürlich nicht so lustig. Yay. Kannst du schon ein neues Projekt machen? Oh, der hat einfach nur eine gebaut, okay. Das ist schön. Die kommen alle nicht in einem Schwung wie in Vanilla, aber... Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Viel größer als alles, was wir bisher kannten. Ich glaube, als wir dieses Schiff angreifen, empfehle ich, unsere bestausgerüsteten Kampfjets einzusetzen. Ich glaube, der wird uns entkommen. Denn hier gibt es auch eine ganz neue Veränderung. Wie zum Beispiel die Kills hier. Wenn der abgeschossen wird und dabei kaputt geht, dann müssen wir den nicht mehr stürmen. Schicken wir mal unseren Raven 1 los. Und gucken uns mal an, wie der sich so schlägt. Hier sind die ganzen Gadgets wie Ausweichen und so deutlich wichtiger. Wir nähern uns dem Ziel. Abbruch. Nee, ich möchte keine Jäger unnötig verlieren. Kontakt entdeckt. Raven 2, du bist dran. Ich hoffe, der Schaden bleibt noch, den er gekriegt hat. Oh.
Jetzt haben wir auch noch einen Schauplatz. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Okay. Und da haben wir schon unsere ganzen Rookies. Den hier haben wir schon mehr oder weniger bearbeitet. Dementsprechend gehen wir jetzt mal zu denen hier. Ich mag den einen zusätzlichen Hitpoint sehr gerne, also nehme ich ihn auch gerne mit. Du behältst mal das Sturmgewehr. Bekommst noch die Maschinenpistole dazu. Anstelle der Nadelgranate bekommst du Splittergranaten. Tun wir dich noch bearbeiten. Panzerrüstung. Du bekommst mal das SMG. Ja, die Keramikplatte ist ja schon ganz nice. Nimmst aber bitte noch einen Laser Sight mit. Anstelle der Blendgranate nimmst du bitte mal das Medkit mit, weil du bist kein guter Schütze. Da du kein schlechter Schütze bist, brauchst du auf jeden Fall mal das Laser Sight. Und den Karabiner. Und bitte eine vernünftige Rüstung. Du nimmst auch die Panzerrüstung. Du bist ja schon relativ treffsicher. Jetzt bleibst du beim Sturmgewehr. Und dann bekommst du noch das Laser Sight. Und was kriegst du noch? Normale Splittergranaten sind ganz gut für dich. Panzerrüstung, Karabiner. Bleibst bei der Pistole. Das macht ja eigentlich ein Damage. 1 bis 5, okay. 2 bis 6, okay. Dann nimmst du noch eine Splittergranate als Ersatz mit. Da hätte ich mal gesagt, let's go. Mal gucken, was der Einsatz für uns bereit wird. Ich sehe schon kommen, das ganze Team geht jetzt komplett drauf. Weil so easy ist das hier gar nicht. Beginne bitte den Angriff. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Die Aliens verstärken ihre Aktivitäten in mehreren Großstädten. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, um eine Massenpanik zu verhindern. Okay, Einsatz starten. Ich hoffe, ich kann bald die Offiziersschule bauen, damit wir mehr Soldaten Central, mitnehmen können. Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Da gibt's schon Drohnen, okay. Natürlich sofort dafür zurücken. In Bewegung. 46% und 42%. Es ist wohl klar, dass du auf den schießt. Ein Schaden, sehr schön. So muss das laufen. Jetzt bitte hier hin. 40%. Das reicht natürlich nicht. Nächstes Mal kriege ich ihn. Natürlich. Dreht ihr das nur ein. Das war Streich 1. Uns darf auf keinen Fall der Fehler unterlaufen, dass wir zu viele Leute auf einmal pullen, zu viele Gegner. Sonst bekommen wir ein Problem. Justiere Visier. Bestätige. Ich sollte dich nicht frei stehen lassen, aber der Gegner lässt mir jetzt keine große Wahl. Okay, du wirst jetzt natürlich als Ziel ausgesucht werden. Okay, was macht der? Der flankiert erstmal meine halbe Truppe. Habe ich einen Medic dabei? Wo ist mein Medikus?
Ich habe kein Medipack mitgenommen. Ernsthaft? Ach da. Bestätige. Recht dich mal für den Schuss. Ich brauche Munition. Wie, jetzt schon? Ach ja, du kannst ja nur zweimal schießen, diesen Mini-Ding. Du heilst mal die Wunden von deiner Kollegin. Es ist nichts gebrochen. Du bist okay. Dann ist ja okay. Und weg ist er, oder? 71% und du triffst nicht. Habe ich schon erwähnt, dass diese Modifikation extrem sadistisch ist? So viele Prozent und keiner trifft das. Bin unterwegs. Okay. Ziel ausgeschaltet. Jetzt könnten wir eigentlich eine Nachladerunde machen, ne? Alles wieder im grünen Bereich. Noch mehr Überraschungen. Bin wieder da. In Bewegung. Nachgeladen. Alle mal bitte durchladen. Okay. Zeit zu killen. Okay, so weit kommst du gar nicht. Unterwegs. Nein, ich wollte dich doch noch nachladen lassen. Hätte ich dich auch da vorne sprinten, hinsprinten lassen können. Okay. Mach bitte einen Feldposten. Und dann mal durchladen. Ein Glück, dass die Mappe nicht so groß ist. Okay, man hört eindeutig Alien-Bewegung. Bestätige. Geh mal gucken. Und wie wir sehen, siehst du nichts. Also ab in den Feldposten. Spurte mal bitte da nach vorne. Wow. Eigentlich müsste ich deutlich langsamer vorgehen. Und am besten bei jedem Zug laden, bei jedem Zug speichern und wenn was schief geht, laden. Okay, da steht schon ein Kollege von dir. Geh mal da nach vorne hin. Okay, du rückst zwar vor, aber lädst dann bitte gleich durch. Versteckst dich hinter der Bank. Und Feldposten. Sehr schön. Okay, und da kommen sie. Gesehen haben die uns natürlich noch nicht. Wir sind zu weit weg. Das ist richtig doof. Okay, jetzt haben die uns gemerkt. Jetzt haben die uns gemerkt. Jetzt haben die uns natürlich gesehen, wollte ich sagen. Wir in Position. 44%. Probier dein Glück. Nur treffen müsstest du noch können. Eigentlich müsste ich hier jede Menge Soldaten anwerben und die mit niedriger Trefferquote, Treffsicherheit direkt wieder rausschmeißen. Sonst wird das hier nix. Negativschaden. Wo kriege ich dich platziert? Geh mal bitte hier hin. Probier's nochmal. Verflucht.
gehst mir hier hin. Mal schauen, was die jetzt so im Petto haben. Okay, mal wieder der typische Sektoiden-Buff. Feinde gesichtet. Extra im Vormarsch, sie flankieren uns. Das ist nicht so toll. Sie haben mich festgenagelt. Wow. Streifenwagen müssen wir mal hochjagen. Du flankierst mir bitte den hier. Du machst mit 95% bitte mal weg. Da war was mit der Granate, genau. Gucken, ob das was bringt. Wow, und der hat immer noch ein Hitpoint übrig. Ich mach mich los. 45%, kommt, das muss ein Headshot werden. Auf einen Punkt. Nee. Weg. 50, 41. Ja, komm mal bitte die Drohne weg, die nervt. Eieieiei. Du darfst noch mal. Jetzt mach die bitte platt. Bleibt da nichts anderes übrig, als Gewalt anzuwenden. Der Streifenwagen ist immer noch nicht explodiert. Okay. Okay. 87%, wenn das nichts wird. Dann würde ich einen Besen fressen. Aber die Drohne, die lebt immer noch munter vor sich hin. Oh nein, wo rennst du hin? Okay, jetzt ist es explodiert. Schützt bitte deinen Kollegen. Sie da echt sprinten lassen oder was? Ihr müsst alle spurten. So weit kannst du keine Granate werfen, oder? Doch, aber keine Nadelgranate. Das überlebt er natürlich, oder? Selbstverständlich, wie soll das auch anders sein? Und dich müssten wir irgendwie vorziehen. Bin schon da. Da beim Melt hast du wenigstens volle Deckung. Und du musst durchladen. Also bleib in Deckung und lad durch. Wow. Wow. Kannst du dich revanchieren? Aber verarzten kannst du auch niemanden mehr. Verdammt, Feind lebt noch. Nimm mal bitte das Meld mit. Das stört mich schon irgendwie bei der Konzentration. Bestätige.
Wie? Der ist hinter der Bank, okay. Ein Punkt. Auf dem Weg. Okay, das ist waghalsig, aber hey. Und wie müssen wir den ja klein kriegen? Schuss hat nicht gesessen. In der Vanilla wäre er schon 10-mal tot. Unser kleiner Sektoid hier. Jetzt mache ich meinen klassischen Fehler, alle auf einen Haufen zu postieren. Das ist doch Riesenkacke. Ja, kannst du laut sagen. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass jetzt gleich einer draufgehen wird. In Position. Kannst du ihn da vorne desorientieren oder so? Das wäre schon mal ein Anfang. Okidoki. Okay. Der fehlt jetzt. Der hat keine Munition. Die hat keine Munition. Probieren wir mal deine MP aus. Aber stell dich bitte hinter ihn dazu. So flankiert 90%, wenn du verfehlst, Junge. Mission erfüllt. Puh. Hat ja ein wenig länger gedauert als erwartet. Aber dafür ohne Tote die Mission beendet, das ist schon mal sehr schön. Haben wir wieder die ein oder andere Beförderung. Oh ja. Klasse schwer. Dann machen wir mal die mit dem Deckungsfeuer. Einen mit Rupsicht haben wir schon, also machen wir einen mit Reflexen. Ein Sanitäter haben wir. Nehmen wir noch einen Grenadier. Dann nehmen wir hier nochmal einen Sunny mit. Und dann nehmen wir nochmal einen Sturm- und Schusssoldaten. Ja, 3 Meld haben wir erbeutet. Sehr schön. Und wir kassieren 80 Paragraphen, Dollar, was auch immer. Die Panik in Japan hat sich um 2 abgeschwächt. Sehr schön. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Das bleiben wir auf jeden Fall. Gucken wir mal ins Lagezentrum, wie es da aussieht. Sieht noch keiner so danach aus, als ob er instant aussteigen wollen würde. Hm. Ich verstehe immer noch nicht, was sich die Aliens hier erhoffen. Tja. Erforschen sie uns? Warum entführen sie scheinbar willkürlich Menschen? Sie müssen einem Schema folgen, das wir noch nicht entschlüsselt haben. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich glaube, als nächstes nehmen wir nochmal die Lena mit oder so. Hier, die Lena Wolf. Die könnte man schon mal ausrüsten. Sieht wirklich wie ein Wolf aus. Das war gemein. Du behältst einfach mal dein Standard-Exalt-Sturmgewehr. Hm. Splittergranate. Tust dir noch was für die Optik. So, meine Freunde, und ich würde dann mal sagen, wie es dann weitergeht. Das erfahren wir im nächsten Part. Danke fürs Zugucken. Tschüss.